Hallo, liebe Zuschauer. Ich war heute bei Markus Lanz eingeladen und wie zu erwarten gab es scharfe Fragen. Herr Lanz hat allerdings auch eine, sagen wir ruhig, Falschbehauptung aufgestellt. Dazu gleich. Jetzt erstmal zu Frau Ammann. Sie ist Redakteurin des Spiegels und auch hier muss ich erklären, dass selbst der Spiegel hier diesen Klimakonsens, der angeblich herrschen würde, nicht existiert. Selbst Ihr Haus hat also formuliert die 97%-Falle und damit deutlich gemacht, dass es diesen Konsens nicht gibt. Es gäbe, und so auch der Spiegel, allenfalls ein Konsens, dass der Mensch zur Erwärmung beiträgt. Aber das ist dann doch schon ein qualitativ hoher Unterschied. Und Frau Ammann hat das also durcheinander geworfen, also auch hier nicht ganz sauber diskutiert. Herr Lanz selbst hat ein Zitat von mir als falsch bezeichnet. Ich habe den Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger zitiert. Ich habe ihn sinngemäß wiedergegeben. Was hat er gesagt? Die Wissenschaft darf nicht behaupten, sie weiß sicher, was kommen wird. Sinngemäß habe ich das so formuliert. Herr Lanz hat behauptet, dass Herr Zeilinger das nicht gesagt hätte. Er hat es gesagt am 12.05. bei einem Festvortrag in den österreichischen Akademien der Wissenschaften. Wir brauchen diese Offenheit, nicht? Wir brauchen auch in der Wissenschaft Differenziertheit. Wenn wir, du hast kurz auch die Umweltproblematik, die Diskussion, auch die Rolle der Wissenschaft angezogen. Auch hier braucht es mehr Differenziertheit. Die Wissenschaft darf nicht behaupten, sie weiß sicher, was kommen wird. Dazu ist die Welt viel zu komplex, nicht? Ich möchte zitieren einen Georg Wald, Nobelpreis Medizin 1967. Er hat geschrieben: Civilization will end within 15 to 30 years unless immediate action is taken against problems facing mankind. Ja, wir brauchen Action, wir brauchen Optimismus. Wir brauchen auch die Möglichkeit, dass es vielleicht ein bisschen anders ausgehen wird, als momentan geredet wird. Und damit ja, hat Herr Lanz hier leider einen Fehler gemacht und wir werden sehen, ob der noch korrigiert wird von ihm. Aber, liebe Freunde, wir sehen, wir müssen immer wachsam bleiben, damit die Fakten nicht verdreht werden.